Redstone-Kabel. Was wir bräuchten, wäre noch Kondensatoren. Das heißt, da können wir gleich mal gucken. Molekularassembler, Beschleuniger, Schnittstellen haben wir noch dabei. So, hier haben wir jetzt 4 Kanäle belegt. Das heißt, wir nehmen dich jetzt einfach, ziehen dich weiter rüber. Die können wir jetzt nicht durch Cover abtrennen. Das heißt, da müssen wir jetzt einen Freiraum zwischendrin lassen. Da, 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 da. So, Schnittstellen. Da, 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 da. So, die müssen wir jetzt einmal leer machen, weil die noch die Config haben von den Feuersteinen. Zip, zip. So, das gibt unsere Crafting-Einheiten. Hier werden die ganzen Rezepte dann gecraftet, also automatisiert hergestellt. Ich sag dem dann einfach am Ende nur, ich hätte gerne zum Beispiel, ich weiß nicht, 10 Eisenbarren, ne? Als Beispiel. So, wenn er dann sieht, auch im System ist Eisenerz. Ne, das ist ein blödes Beispiel, das automatisieren wir. Nehmen wir mal Glas. Glas ist ein schönes Beispiel. So, ich kann einen kompletten Prozess einrichten, dass ich ihm sage, mach mir aus einem Bruchstein, aus einem Cobblestone, einen Kies. Aus einem Kies stellst du mir einen Sand her und dann tust du aus einem Sand ein Glas generieren. Das kann ich als komplette Abfolge so einstellen, dass ich dem einfach verklickern kann, wie ich das Ganze gerne hätte. Ja, das, ich kann dem ganzen Rezept Vorgänge. Wo hätte man jetzt ein kompliziertes Rezept, wo wir viele, viele, viele Herstellungsprozesse haben. Die Anlage, da brauchen wir einen HS-Transformator, da brauchen wir wieder Kleinteile, da brauchen wir Kleinteile, da brauchen wir Kleinteile. Das wären jetzt schon mal 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da hast du ratzfatz mal 20 Rezepte zusammen, um ein einziges Bauteil zu kriegen. So, dann gehe ich am Ende einfach nur her und sage, ich hätte gerne eine Hochspannungssolaranlage. Die steht dann hier als Rezept drin, ja, als Beispiel. Dann rechnet er mir aus, habe ich alle Materialien dafür. Wenn alle Materialien da sind, dann okay. Und sagt, wenn er einen Crafting-Computer hat, der gerade frei ist, ein Speicher, gib ihm, kann ich das herstellen. Und so kann man sich ganze Sachen hier schön nach und nach automatisieren. Man kann sich das so schön machen. Ist natürlich ein Aufwand, bis man das Ganze mal erreicht hat, klar. Aber, ja. Jetzt weiß ich, warum ich Steinziegel wieder dabei habe. Ich wollte das Ganze ein bisschen optisch machen. So. Das Ganze so ein bisschen quasi aussieht, als würde es darauf thronen. So, siehst du? Sieht das quasi so ein bisschen wie eine Standhilfe aus. So. Okay. Ich hätte jetzt nämlich tatsächlich schon die ersten Sachen zum Automatisieren. Man glaubt es kaum. So. Hier packen wir jetzt noch 2 weitere Konsolen rein. So, eine Schablonenkonsole und eine Schnittstellenkonsole. Eine Schnittstellenkonsole funktioniert ganz einfach. Zack, hier sehen wir jetzt alle Schnittstellen, die wir angeschlossen haben. Die Schnittstellen sind diese grauen Kästen, die wir da hingestellt haben, wo man die Rezepte dann speichert. Da drin, da auch eine Konfiguration einstellen kann, wie hier zum Beispiel den Feuerstein, dass er alle SAG-Malwerke automatisch mit Feuerstein füttert, sobald er ein System hat. Hier haben wir da einfach eine gebündelte Übersicht, wo jetzt welche Rezepte liegen und an was sie angeschlossen sind. Molekularassembler sind, wie gesagt, die Crafting-Computer. Zählt dann nur als 4. Aus dem einfachen Grund, weil es nur 4 Schnittstellen sind. Aber trotzdem, wenn ich jetzt 2 Rezepte in einer Schnittstelle habe, er hat zwar einen Crafting-Würfel zur Verfügung, den bauen wir später noch, und sieht, dass 2 Molekularassembler da sind, die beide die Rezepte aus dieser Schnittstelle verwenden können, dann teilt er das auch. Da macht der jetzt zum Beispiel Gold Nuggets als Beispiel und der macht jetzt aus Redstone-Blöcken Redstone als Beispiel. Wenn die CPU Platz hat zum Craften im Zwischenspeicher, wenn ihr das verwurstet kriegt, dann baut ihr uns das Zeug auch so zusammen. So, hier haben wir jetzt Schablonen. Die brauchen wir zum Speichern der Rezepte natürlich. Wir müssen das Ganze auch irgendwo erstmal einstellen alles. So, dann kannst du weg. Wo haben wir denn hier die Pöller? Da, wenn wir gleich mal wieder hier reinballern. Gleich mal die Optik machen. So, zack, zack. Siehst du, und schon ist das Ganze wieder zu.
doch gleich mal besser aus. So, ach, ich liebe das. Also, wenn man es weiß, erkennt man es. Man sieht es doch schnell, wenn man es weiß. Aber wenn du früher reinkommst, ich stich dir nicht sofort press ins Auge. Darum geht's ja. Es soll ja jetzt nicht sofort ins Auge reinstechen und sagen, Mist, das sieht man doch. Das ist schon. So, ein Fertigungsspeicher brauchen wir noch. Einen haben wir. Da will ich gerne eine ganze Reihe bauen nachher. Den hängen wir jetzt aber erstmal ganz einfach daran. So, leuchtet hell, hat Saft, wunderbar. So. Einfach nur, dass wir mal die Sachen basteln können. So, was ich jetzt gerne automatisieren würde, wären schon mal die ersten Sachen. Ein Kondensator. Gold Nuggets. Müssen wir automatisieren. Also man muss auch alle Zwischenschritte machen. Wenn jetzt immer zwischendrin fehlt, kann er das Endprodukt nicht bauen. Das muss man noch ein bisschen beachten. Redstone haben wir so da. Okay. Kondensator. Kupfer. Haben wir Kupfer noch? Da haben wir. Passt. Okay. Gut. Die Zwischenschritte haben wir ja alles drin. Das Glowstone. Okay, dann gehen wir zum nächsten Schritt. Das ist Kondensator Nummer 2. So. Da geht's jetzt schon los. Die werde ich nachher über den anderen Weg herstellen, weil das werde ich schon lange dauern. Produktionsscheiße brauche ich nochmal kurz. Ein Gemisch war das. Was war denn jetzt doch? Lowstone, Redstone, nicht schon. Sehr gut. Nee, nicht logisch auch. Redstone, Lowstone, Staub. Wollen wir da jetzt Lohnstaub ausmachen? Hä? Tiefrezepte mit eingefügt hier. Deswegen. Okay. Ja, ich habe hier noch Alternativrezepte mit eingefügt, wie ihr schon seht. Gasträne, ja, dann kannst du die da. Craft Table, nee, das ist ja. Okay, müsste ich also rausschmeißen tatsächlich. Ja, ist die Frage, jetzt kann man das auf den Hand nichts machen oder wie? Okay, da muss ich die tatsächlich noch rausschmeißen, die Mod, jetzt weiß ich nicht, welche das ist. Jetzt müssen wir mal gucken, welche war denn das? Komplett. So, da, Craft Star, war das was der? Craft Table. Nether Star Plus. Nee, das ist aber nur für Nether Star. Starcore Niederstern. Das ist nur für Niederstern. Ja, aber. Was ist das als Rezept? Das gibt es normalerweise nicht als Rezept. Das ist ganz voll, wenn du was durchst oder andere. Das jetzt rüber, weil ich dieses Redstone-Gemisch jetzt nicht basteln kann. Glowstone-Staub.
Das ist jetzt doof. Jetzt kann ich das neue Redstone-Gemisch gar nicht machen. Ne, macht Alonenstaub draus. Wie ist Dreh und Wende? Ach, verdammt. Hab ich dann Ups, irgendeine Mod noch drin? Ist das die Ender-Ajo? Nee, aber das hat im Lohnstaub nichts zu tun. Fortune Ores. Warte mal. Mal eben in die Wiki schnell reinlinsen, ob da noch andere Rezepte drin stehen. Wie heißt Lohnstaub wieder auf Englisch? Eine Sekunde. So. Wie heißt das wieder hier? Hilf mir mal. So, ein Stab genauso wird mich verarschen. So hat das Vollzeit. Dust, ja, das Staub, das heißt, das weiß ich auch. So weit bin ich mittlerweile. Wie hieß denn Loa? Was war, wie hieß das? Warte mal. Ups, nicht wegschmeißen. Nee, so. Warte mal, ich stelle mal eben kurz. Englisch, ganz normal das Englisch. Da, so. Stellen wir mal kurz um. Mal kurz gucken, wie das heißt. Lore? Nee, Lore war ja was anderes. War ja der Wagen für eine Bahn. Hayo? I don't know, I see. Okay. Pirate speak. So, stellst du hier noch um heute noch? Oder wie? Oder was? Oder wo? Oder kaputt? Oder keine Ahnung. Er mag irgendwie gerade nicht. Okay. Oh ja, hängt gerade komplett. Ups. Oh, ein bisschen beleidigt ist. Och nö. Okay, Minecraft ist gerade komplett zusammengekracht. Habt jetzt kurz einen Black Screen. Okay, dann mache ich hier eben gezwungenermaßen einen Cut rein. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Nach dem formschönen Absturz eben. Wir werden das jetzt mit dem Rezept noch ganz anders machen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, die Mod rauszufrieden, wo das drin ist. Dort dauert es halt ein bisschen länger. Ja. Ist egal, wir haben Zeit, wir müssen nichts runterpressen. Dann kann man dich eben mal wieder leer machen. So. Dann stellen wir das Ganze doch ganz anders ein. Und zwar wollen wir da nochmal Legit auf Schamels. So. Achso, ja, warte mal. Schnittstellen brauchen wir dann auch nochmal. 4 Stück. So. Jetzt flattert hier so ein 4 runter. Kabel. Ups. Dichte nicht, steckst du. So. Und das Ganze natürlich mit Strom verwursten, aber das kriegen wir auch noch hin. Die Fackeln packen wir jetzt zwischen rein. Ups. Und da drüben noch eine. So. Hep. Da noch eine. Hep. So. Wir das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter nach hinten ziehen, aber ist ja kein Problem. So, ein haben wir schon da. So. Fackeln haben wir dabei, Steine kriegen wir dann gleich wieder. So. Mal gucken, wie weit wir müssen. Hep. So. Mal kurz gucken. Und zwar ein Abstand. 1, 2, 3. Fackel hätte ich gerne und Wand. Also so. Und so weit runter. So, passt. Gut, rufen wir uns mal hier kurz den Weg lang. Muss jetzt nicht alles 100% akkurat aussehen hier drin, haben wir ja schon gesagt, weil wir dann diesen Raum nach Möglichkeit dann noch in den allerseltensten Fällen betreten wollen, müssen, können, wie auch immer. Dementsprechend, ja, muss jetzt nicht alles 1000% akkurat und effizient sein und tralala, das ist ja nicht hier im Optimierungs-Let's Play, das soll ja einfach nur Let's Play sein.
So, können wir den Induktionsschmelz einfach direkt mal wieder wegpacken. So, hepp. Steinziegel. Wo sind sie denn da? So. 1, 2, 3. Hepp. So. Verdrahtung mit Strom. Tja, das wird. Ne, können wir auch von hinten machen. Da müssen wir dann auch noch rum. Wegen den Maschinen und allem. Ja, wobei, da brauchen wir aber eigentlich am wenigsten Platz. Weil da ja am wenigsten passiert. Dann kann man einfach von hinten Strom nach oben legen. Das kriegen wir hin. Okay, tack, tack. Da und da. So, dip, 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 dip. Ah, hier ballern noch Kondensatoren drin. Ah, das ist angenehm. So. Dann Legierung. Legierung. So. Nee, Quatsch hier. Legierung da. So. Machen wir mal 4 auf Legierung. Das müsste eigentlich reichen. Das sollte eigentlich hinhauen. Beziehungsweise, warte mal. Da hat man nämlich gerne das Problem, dass die Legierungen dann drin hängen bleiben. Hallo. Ach, mein Ney hat es wieder abgeschossen. Hallo. Ist wohl gar nichts mehr drin hier. Wieder mal wegen dem E-System mit oder was? Mein Ney hängt wieder fest. Ja, es prickelt. Okay, gut. Also, du musst dann raus. Zack, dann habt ihr noch Fackel hinter uns. So. Okay, Schnittstelle, 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 Schnittstelle. Ups. So, ihr habt noch die Config alle drin. Machen wir mal eben raus. So. Dann stellen wir das Ganze doch um. Und zwar machen wir die auf Öfen, denn das Problem ist nämlich die Legierungen. Die rutschen gerne von einem. Einer Schmelze zur nächsten, weil man aus den energetisierten Legierungen die nichts höhere Form macht. Ja, mein Ney geht da jetzt nicht, kann ich es euch zeigen. Die energetisierte müsste das sein. Ne, hier die dynamische Legierung, genau. Dann schiebt das immer in den nächsten Legierungsschmelze, weil es ja theoretisch schmelzbar ist. Das ist immer ein bisschen nervig dann. So, wir brauchen ja auch noch Öfen, von daher passt das. So. Wie steht's kalendertechnisch? Jetzt haben wir 3 voll. Macht genau 12. Ja, passt. Genau 3 Leitungen. Perfekt. So. Wunderhübsch. Dann können wir jetzt mal die Rezepte einstellen. Wir müssen natürlich auch noch alles mit Strom verkabeln. Aber das können wir ja noch machen. So, deswegen müssen wir ja dann mal die Wand dann kurz erneuern. Aber auch das kriegen wir. So, Konsole. Ne, ihr seid nur Crafting-Konsole da. Genau. So, dann haben wir das. So, gut, dann fangen wir an. Und zwar wollen wir zum Processing-Header. Regierung jetzt. Ist das. Geht mein Name nicht. Das ist nervig jetzt gerade. Standardsuche mit Ney, so. Mama Stein. Ist mein Ney jetzt komplett abgeschossen oder wie? Finde ich nicht witzig. Okay. So, baut mal kurz alles auf. Gehst du wieder? Nein, mein Ney hat sich komplett abgeschossen. Na, verdammt. Das ist ja jetzt nervig. Standard. Man kann es leider nicht resetten irgendwie, dass es wieder neu startet. Höchstens mal so aus und wieder anschalten, aber geht auch nicht. Nö. Naja gut. Ich kenne die Rezepte ja auswendig mittlerweile, von daher. So, ein Redstone, ein Gold. Zack, so, da muss es. Ach ne, kommen wir nicht an meiner System, glaube ich. Nein, verdammt. Okay. Nochmal
einen Redstone. Müssen wir jetzt kurz einen von Hand herstellen. Glowstone. So, zack. Jetzt kann ich auch nicht richtig nachgucken, wie viel wir jetzt da wo rauskriegen.